Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Anna vom Stimmsinn. Schön, dass du heute wieder mein YouTube-Video angeklickt hast. Ich habe dir natürlich wieder eine meiner Lieblingsstimmübungen mitgebracht und dafür habe ich heute ein Spielzeug mitgebracht. Und zwar einen dicken Strohhalm. Der ist sogar ziemlich dick, mehr als 1 cm Durchmesser. Falls du so einen nicht hast, macht gar nichts. Entweder du nimmst einen, der so dick ist wie möglich, oder es tut auch ein gut gewaschener Finger. Wir kommen gleich dazu, was wir mit dem Strohhalm machen. Und zwar geht es darum, um einen unserer allerersten Reflexe, nämlich ums Saugen. Ja, wenn wir auf die Welt kommen, fangen wir an zu atmen und das nächste, was wir tun, ist saugen. Wenn wir saugen, ist unser ganzer Körper sehr, sehr, sehr aktiv. Ja, wer mal so ein Kind an der Brust gehabt hat oder mal gesehen hat, so ein Kind ist komplett mit sich beschäftigt. Diese Aktivität des Körpers, die können wir uns beim Singen super zunutze machen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir nehmen den Strohhalm und legen den locker auf unsere Zunge. Ja, nicht bis hinten rein, klar. So mitten drauf. Und wir nehmen mit den Lippen einfach so einen locker entspannten Kuss. Und so wie das jedes Kind machen würde, wenn es saugt. Wir halten den Strohhalm unten zu mit dem Finger oder mit der Hand. Wir machen den Strohhalm nicht platt, pass auf, dass du nicht drauf beißt, sondern wir stellen uns vor, wir haben so ein bisschen eine verstopfte Milchflasche und wollen einfach richtig Unterdruck erzeugen. Und vielleicht merkst du, was auf deiner Rückseite, was in deinem Rücken und auch in deinem Mittelkörper für Aktivität entsteht. Das geht natürlich auch mit dem Finger. Wahrscheinlich geht es auch mit einem dicken Kugelschreiber oder so. Wichtig ist, dass du wirklich das Gefühl hast, was zu saugen. Die Wangen gehen aber ein bisschen nach innen. Genau. Das Verrückte ist, wenn du saugst, kann man immer noch ein- und ausatmen. Weil Unterdruck erzeugen heißt nicht, dass man unbedingt einatmen muss. Probier es mal aus. Ist für manche Leute sehr verblüffend. Was wir jetzt machen, wir saugen und dann lassen wir so richtig schön schmatzen. Was passiert? Die Luft kommt von alleine wieder rein. Wenn wir locker den Mund aufmachen, plopp, kommt einfach der Atem zu uns. Das ist zum Singen super, weil da in sehr kurzer Zeit genau so viel Luft reinkommt, wie wir das brauchen zum Singen. Und dann machen wir einen Ton, während wir an dem Strohhalm saugen. Und lass uns zwischendurch wieder schmatzen. Du kannst dir vorstellen, du nuckelst den Ton aus dem Strohhalm raus. Wenn du jetzt, wenn das schon ganz gut geht, kannst du einfach dein Lieblingsübelied nehmen. Zum Beispiel. Atmen musst, lässt es einfach schmatzen und lässt die Luft zu dir kommen. Achtung, Strohhalm nicht platt drücken, aufpassen, dass die Wangen wirklich nach innen gehen. Und schau, was macht dein Körper? Wie kriegt dein Körper es hin, die Tonhöhenveränderung irgendwie auszugleichen? Es gibt so ein Druck-Zug-Ausgleichsgefühl. Und wenn du das gut hingekriegt hast, kannst du natürlich ein Stückchen saugen, ein Stückchen singen. Schon längst im Mondenschein
Blümelein, sie schlafen, falls das nicht ganz ein wunderschönes Kinderlied. Und vielleicht fühlt sich das Singen, nachdem du da ordentlich gesaugt hast, ganz anders an. Geh auf die Suche, woran es liegt. Was erlebst du beim Saugen und was kann im Singen noch ein bisschen bleiben? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren mit dem Strohhalm oder beim Saugen auf dem Finger. Und falls du noch mehr über die Zusammenhänge von Singen und Saugen erfahren möchtest, ich habe da mal einen Blogbeitrag geschrieben. Auf meiner Homepage findest du den www.stimmsinn.de. Der Blog heißt Stimmsinn Gedanken und der Artikel, ich glaube, Singen und Saugen. Auf jeden Fall ist so ein Schnuller als Bild für den Blogartikel. Da kannst du es nochmal nachlesen und ich hoffe, du hast Freude beim Ausprobieren und natürlich beim Singen und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss, bis dann!